Mahlzeit YouTube. So, jetzt sind wir gerade auf dem Weg, oder ich bin gerade auf dem Weg zu Mario. Heute steht ein kleiner Check an, und zwar geht es um ein Dacia. Sind wir mal gespannt. Ist natürlich wieder ein, sage ich mal ganz vorsichtig, Massefahrzeug. Das heißt, ist natürlich relativ beliebt, weil das Autos sind, die halt relativ gefragt sind oder die, sage ich mal, bezahlbar sind. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich freue mich zu sehen, wie die Qualität ist. Ich freue mich zu sehen, wie die Verarbeitung ist, wie die Wertigkeit ist und ob man den dann doch deutlich oder erhöhten Preisunterschied so deutlich spürt. Da bin ich jetzt schon gespannt drauf. Es gibt bei uns auch Neues zum Thema Focus RS. Da wird das schon immer die ganze Zeit gefragt. Das hatten wir ja gesagt. Der Termin steht jetzt fest. Das Fahrzeug kommt am 30. März. Ab da werden wir das Fahrzeug zur Verfügung haben. Wie schon gesagt, es wird eine Eingangsmessung geben. Das ist schon geregelt. Hier natürlich auch wie üblich bei der Firma Henny in Wernau. Das ist ja schon seit über 5 Jahren jetzt unser Partner, wenn es ums Thema Leistungsprüfstand geht. Es ist einfach so, es ist Transparenz. Ja. Die Firma Henny GmbH, die braucht da nicht irgendwie irgendwas beschönigen oder irgendwas, weil sie bieten selber genau das Gleiche an wie ich. Und das finde ich einfach gegenüber dem Kunde fair, weil ich weiß, das, was da gemessen wird, ist einfach Fakt. Also das ist einfach das, was nachher auch wirklich da rauskommt. Und deswegen freue ich mich schon drauf, bin ich ganz ehrlich. Und wird natürlich auch videotechnisch begleitet. Prüfstandsthema, Thema Umbau. Wir haben jetzt ja einen Wagner Ladeluftkühler gekriegt, aber immer so ein bisschen das Thema, kommt er rechtzeitig oder kommt er nicht. Aber er kommt rechtzeitig. Also er ist auch schon auf dem Weg. Das heißt, die Teile, die Aventuri-Ansaug, das Aventuri-Ansaug-Kit, der Ladeluftkühler, die Abgasanlage, die Downpipe, alles ist soweit bestellt. Es wird auch alles soweit verbaut, bis auf die Downpipe, weil, ihr wisst ja, das Problem Ford Focus RS ist leider so, beim MK3, dass es da diverse Rückrufaktionen gibt, weil es Probleme gibt mit diversen Geschichten am Motor. Das heißt, das Fahrzeug kommt nochmal zu Ford und wird nochmal zerlegt und es werden nochmal Teile getauscht. Deswegen lassen wir die Downpipe noch die alte. Rest wird alles umgebaut, weil da muss dann quasi die Werkstatt nicht mehr hin, bis auf das Ansaugsystem. Allerdings sind das 2 Schrauben, dann sind die ausgebaut. Ja. In der Zwischenzeit 535 Diesel, habt ihr vielleicht schon ein bisschen verfolgt. Relativ große Baustelle, Getriebeprobleme, Beschädigungen an der Karosserie. Das macht natürlich eine Drittwerkstatt, also eine fremde Karosseriewerkstatt. Das geben wir natürlich weg. Dann Thema Ansaugbrücke, Undichtigkeit, Glühstifte, Turbolader etc. Da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Freue ich mich auch schon richtig drauf. Wie schon gesagt, das macht mir persönlich richtig Spaß. Ich arbeite sehr gerne an diesen Dieselmotoren von BMW, fast so gerne wie am M156, am 6,2 Liter von Mercedes. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, was jetzt diesen Frühjahr noch alles so kommt. Wir haben nächste Woche noch einen Porsche Boxster bezüglich Software. Da bin ich auch mal gespannt. Der Kunde wünscht es. Haben bereits vor 2 Wochen ein Mini von ihm gemacht. War mehr als zufrieden, mehr als begeistert. Gehe davon aus, dass es beim Porsche genauso sein wird. Werden natürlich da auch unser Bestes geben. Werden mit diesem Fahrzeug auch auf den Prüfstand gehen. Das heißt, es wird auch wieder eine Eingangsmessung geben. Es wird eine Software geben. Es wird eine Ausgangsmessung geben. Einfach so, dass wir wieder den Vergleich haben. Und sobald es zeitlich dann wieder etwas besser wird, momentan ist es leider sehr stressig, da bin ich ehrlich, das gebe ich zu. Sobald es zeitlich ein bisschen besser wird, da fangen wir auch das Thema an mit den Zeitenmessen, dass man euch einfach mal 0, 100, 100, 200 einfach mal dann Vergleich zieht von vorher zu nachher. Das war ja auch das, was gewünscht worden ist.
Dann haben wir momentan gerade sehr viel Nachfrage zum Thema BMW N55 Motor. Da auch nochmal liebe Grüße an dich, Toni. Ich werde für dich extra, wir haben ja momentan aktuell gerade 2 Stück auf dem Hof. Das heißt, ich werde für dich da auch nochmal explizit ein paar Videos machen. Du wolltest wissen, was gibt es für Probleme, gibt es überhaupt Probleme, was muss man beachten. Da werde ich auch nochmal explizit drauf eingehen. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen möchtet oder wenn euch speziell irgendwas einfällt, schreibt einfach in die Kommentare, hey, könnt ihr nicht mal, wenn es möglich ist, dann machen wir das. Ja? Dann gehen wir mal auf diverse Autos ein. Wir haben momentan ein relativ breit gefächertes Portfolio und dann kann ich auch mal, wenn es die Zeit zulässt, sowas machen. Ja? Jetzt würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Video schauen. Ich bedanke mich weiterhin für eure so zahlreiche Unterstützung. Bin sehr froh, dass es so ist. Mache das Thema mit YouTube in der Zwischenzeit sehr gerne. Auch wenn es eigentlich nur gedacht war zum Ausgleich, sage ich mal ganz vorsichtig, einfach um auf andere Gedanken zu kommen, ein bisschen rauszukommen aus dieser Firmengeschichte. Einfach für mich so ein bisschen dieses freie Reden, das Machen, das Leuten was erklären, was zeigen, das macht mir Spaß. Aber in der Zwischenzeit nehme ich das doch ein bisschen ernster, weil ich einfach merke, da ist Feedback, ja, da gibt es ein Publikum, das will, das möchte diese Information haben und das möchte auch informiert werden, das möchte wissen, das ist neugierig und wissbegierig und da macht es natürlich umso mehr Spaß. Also ich freue mich jedes Mal über irgendeinen Kommentar von euch, wo ich einfach sehe, okay, ja, hey, das wird wirklich geschaut, das ist interessant, macht weiter so, es kommt momentan nur positive Rückmeldung. Das freut mich umso mehr, auch wenn ich natürlich weiß, dass die, ich drück's mal so aus, die Hater, die Schlechtreder oder die den ganzen Tag nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen, auch kommen werden und irgendwann ihre Kommentare kundtun werden. Das dürfen sie gerne machen. Konstruktive Kritik wird natürlich angenommen, aber wie schon gesagt, momentan überwiegt das Positive und es macht momentan auch richtig Spaß. Jetzt würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis bald. Ciao.